Hallo, hier ist Markus Rapp. Heute mit einem spannenden Brennpunkt über das Interview von Elon Musk mit dem alten und vielleicht neuen Präsidenten Donald Trump. Das Interview ging über 2 Stunden und ich will in diesem Video die Höhepunkte und die wichtigsten Inhalte auf Deutsch wiedergeben und auch ein paar Kommentare dazu. Gib doch ein Like für das Video, dann verbreitet es sich auf YouTube. Unterstütze meinen Kanal auch mit deinem Abo, dass du künftig keine Videos verpasst. Also dieses Interview hat große Wellen geschlagen, sehr, sehr viele negativen Reden, auch Spott und Hohn über Donald Trump, auch Elon Musk, der jetzt in die rechte Ecke gerutscht sein soll. Er hat das mehrfach im Interview dementiert. Er hat gesagt, ich bin im Grunde immer moderat links gewesen. Ja, habe damals Barack Obama gewählt, also er war mehr auf der Seite der Demokraten, hat aber jetzt gesehen, dass das, was passiert, so nicht mehr tragbar ist und dass Donald Trump der beste Präsident für die Zukunft Amerikas ist. Also das Bild hier fand ich sehr gut. Historisch, sie brechen das Internet, ist so eine Sprache, die sagt, YouTube wird also oder auch die anderen Medien, sozialen Medien explodieren in der Zuschauerschaft. Es sind also in kürzester Zeit 60 Millionen auf der Plattform X gewesen und es werden hunderte Millionen weltweit sehen, vielleicht sogar 1 Milliarde. Man geht davon aus, dass das meistgesehene Interview ist. Hier sagt Elon Musk, dass eine ganze Mauer negativer Headlines, also Überschriften der Zeitungen, vorausschaubar waren. Und er sagt, all das treibt nur mehr Leute an, dieser Unterhaltung beizuwohnen und sie werden eben erkennen, dass die Mainstream-Medien sie belügen. Also Elon Musk wurde hier auch ein Boykott angedroht von Rossmann oder besser gesagt, sie haben sich entschieden, keine Tesla-Autos mehr zu kaufen und zu fahren. Unglaublich solche Vorkommnisse. Und dann schrieb jemand hier ganz gut, konterte, Drogeriekette Rossmann boykottiert Tesla, weil Elon Musk für Donald Trump ist. Soll man als Trump-Unterstützer nun Rossmann boykottieren? Ist doch eine interessante Möglichkeit und Frage auf jeden Fall. Also dieses Interview hier schlägt Wellen und sie begannen das Interview über das Attentat auf Donald Trump, darüber zu reden, wie surreal die Erfahrung für ihn war und wie er eben haarscharf am Tod vorbeigegangen ist. Ja, und er berichtete eben, wie er auf einen Chart schaute. Wir sehen hier diesen Chart, diese Tafel mit Statistik über die illegale Einwanderung. Und Donald Trump zeigte auf diese Tafel neben sich und dann gingen die Schüsse los und streiften sein Ohr. Und nur wenige Zentimeter und er wäre tot gewesen. Und die Kugel hätte ihn direkt in den Kopf getroffen. Also diese Immigrationstafel hat sein Leben gerettet. Und er sagte, das ist ein Wunder Gottes gewesen. Also wer immer noch nicht an Gott glaubt, muss hier schon mal erkennen, dass man sowas nicht überlebt. Und er ging dann runter auf den Boden und über seinen Kopf flogen weitere Kugeln. Also es war ein absolutes Wunder, dass er das überlebt hat. Ich schaue mit euch mal das Chart an, diese Folie. Und da sehen wir, dass 2019, 2020 als Donald Trump die US-Präsidentschaft an Biden übergab, waren die Flüchtlingsströme eingedämmt, ein historischer Tiefpunkt. Und in seiner Präsidentschaft waren die Flüchtlingsströme abnehmend und dann fast auf null, also sehr, sehr gering. Und dann seht ihr ab diesem roten Pfeil 2020, wo Biden die Regierung übernahm, explodierten die Flüchtlingsströme. Er hat die Grenze nie geschlossen, die Donald Trump für viele Milliarden gebaut hat, auf wenige Kilometer geschlossen, aber Biden und Kamala Harris hielten die Grenze offen und man schätzt, dass zwischen 15 und 20 Millionen illegale Einwanderer in die USA geströmt sind. Und das ist ein Hauptthema, worüber Sie geredet haben, dass diese Sicherheitslücken, ja, unglaublich sind für Amerika.
Es sind so viele Gangster aus ganz Lateinamerika, Gangs, der MS-13-Gang, eine der gefährlichsten Gangs der Welt, sind zu Tausenden und Zehntausenden durch die offene Grenze geströmt. Massenkriminalität ist explodiert. Und Donald Trump hat dann nach dem Attentat seine Faust erhoben. Und er hat das in dem Interview auch nochmal gesagt. Es geht nicht um mich. Die Zukunft Amerikas steht auf dem Spiel. Und die Zukunft der Welt. Und das ist viel, viel wichtiger als mein Leben. Und deswegen stand er wieder auf. Er sagte, er hat den Sicherheitskräften gesagt, dem Secret Service, ich will aufstehen, lasst mich hoch, lasst mich aufstehen. Und er tat das in Lebensgefahr, nicht wissend, ob er noch erschossen wird. Und alle wussten nicht, lebt Donald Trump noch. Und darum wollte er sich lebendig zeigen. Er stand auf, er hob seine Faust, auch als Zeichen des Sieges, instinktiv. Er dachte gar nicht darüber nach, er tat es instinktiv. Und er wollte die Menge wissen lassen, ich bin okay. Und dann brach Jubel aus und große Freude. Und er sagt, es war auch ein Wunder. Normalerweise bei solchen Schießereien bricht Panik aus. Aber das geschah hier gar nicht. Jeder blieb an seinem Platz. Also das haben sie nochmal Revue passieren lassen. Und während er auf die illegale Einwandererchart schaut, wird das Attentat ausgeübt. Sie sagten auch, das ist ja auch wirklich ein interessanter Zufall, ja. Und dann sehen wir hier die illegalen Einwandererströme, nur vom Dezember. Und sie kommen aus aller Welt, sagte Donald Trump. Und hier sehen wir, dass es wahr ist. Sie kommen aus Afrika, sie kommen aus dem Nahen Osten. Moslems, Hamas, ja, radikale Moslems und dann eben Gangmitglieder. Natürlich auch vernünftige Bürger, die eine Zukunft suchen. Aber warum wandern sie illegal ein? Warum nicht legal? Elon Musk sagt, ich bin ein legaler Einwanderer. Und viele Millionen sind legal nach Amerika eingewandert. Aber durch Joe Biden, sein Willkommen heißen von jedem, haben sie das als einen Magneten gesehen. Ähnlich wie in Deutschland, wo Angela Merkel 2015 sagte, wir schaffen das. Und das Ergebnis ist heute Massenplünderung. Hier ein Apple Store, der also geplündert wird. Leergeräumt wird. Walmart, ganze Geschäfte mussten schließen. Kmarts, die geplündert und leergeräumt wurden und mittlerweile geschlossen sind, weil es viel zu teuer ist, die Versicherungsgebühren und Sicherheitskräfte dafür einzustellen. Hier ist eine weitere Chart. Paketplünderungen, die bizarren Zugüberfälle gehören in den USA zum Alltag. Sowas gab es früher nicht. Das ist durch illegale Masseneinwanderung. Und wir erleben solche Dinge ja mittlerweile auch in Deutschland. Ein Hochhaus wurde mittlerweile gesperrt für DHL. Also es gibt mittlerweile Hochhäuser und Regionen in Deutschland, wo nicht mehr Pakete ausgeliefert werden, weil sie ständig ausgeraubt werden. Also darüber haben sie geredet. Er sagte, der 7. Oktober 2023, der Überfall auf Israel, wäre niemals passiert unter seiner Präsidentschaft. Trump hat alle Kriege beendet. Es war die friedlichste Zeit unter Donald Trump. Und viele Unternehmer haben gesagt, es war nie besser, die Wirtschaft, als die Jahre von Donald Trump. Die Welt war eine andere. Es gab Frieden und Sicherheit. Und er hat den Abraham-Akkord, den Frieden geschaffen zwischen Israel und allen Nachbarländern im Nahen Osten für Prosperierung und Wohlstand. Also Hamas hätte niemals Israel angegriffen, weil Trump ein starker Präsident war. Und ohne sichere Grenzen gibt es auch kein sicheres Land. Und ohne starke Leiter gibt es auch keinen Frieden, sondern Krieg, wie wir jetzt mit der Ukraine sehen. Russland hat die Chance genutzt und wollte die Regierung in Kiew stürzen. Sie hatten sich verrechnet. Sie wollten ja Kiew erobern und die Regierung durch eine prorussische ersetzen. Aber das wäre unter Donald Trump nie geschehen. Darüber haben sie geredet. Er hatte eine gute Beziehung mit Präsident Xi von China und mit Wladimir Putin. Und viele haben ihn dafür kritisiert. Aber er sagte wieder zu Recht, es ist gut, wenn wir gute diplomatische Beziehungen mit allen Präsidenten und Nationen der Welt haben. Und das hatte er. Kamala Harris war verantwortlich für die Grenze. Und sie hat gar nichts getan. Sie war ja auch in San Francisco, den liberalsten Stadt Amerikas, war sie also Rechtssprecherin
für den Staat, also Staatsanwältin. Und sie hat hunderte Schwarze und Gefangene auch länger im Gefängnis gelassen, aber hat auch gleichzeitig Kriminelle in Massen freigelassen. Sie war sehr, sehr uneffektiv und inkompetent in ihrem Amt in Kalifornien. Und jetzt will sie als eine radikale Linke, Sie haben dann auch in dem Interview gesagt, dass der Vater von Kamala Harris eingetragener Marxist ist, was man im Internet nachlesen kann. Also sie kommt aus einer marxistischen Familie und diese Frau will jetzt das mächtigste Amt der Welt besetzen und Präsidentin der USA werden. Und Donald Trump sagte dann in dem Gespräch mit Elon Musk, wenn ich die Wahl wirklich verliere, vielleicht, dass es wieder mit unrechten Dingen zugeht. Ja, sind ja auch 20 Millionen Illegale in die USA eingewandert die letzten 4 Jahre. Wer weiß, wer Pässe bekommen hat und Staatsbürgerschaft im Geheimen. Dann müssen wir in El Salvador das nächste Interview machen, weil dort wird es sicherer sein als in den USA. Wenn Kamala Harris wirklich gewählt wird, dann werden wir die nächsten Jahre 50, 60 Millionen illegale Einwanderer haben aus aller Welt und wir werden kein Land mehr haben. Wir werden völlig überwältigt sein von Kriminalität, von Vergewaltigungen, Messerstechereien, Plünderungen, wie wir das heute auch in Deutschland schon erleben. Und das Land wird kein sicheres Land mehr sein. Also Gefängnisse wurden entleert, sagte er. In Lateinamerika haben viele Länder eine stark gesunken um 50% Kriminalitätsrate, weil Präsidenten Gefängnisse geleert haben und sie bewusst in die USA über die Grenze deportiert haben. Sogar mit Zügen, mit Bussen. Und sie haben sie gewarnt, wenn ihr zurückkommt, erschießen wir euch. Also ich habe das nicht überprüft, die Fakten, aber ich kann es mir vorstellen. Also es wurden Kriminelle mit Wagenladung in die USA entladen, mit der Drohung, wenn ihr zurückkommt, werden wir euch erschießen. Also das ist unglaublich. Die Demokraten haben auch flugzeugweise illegale Einwanderung reingebracht in die ganze USA. Auch das sind Dinge, die durch die Medien gegangen sind. Es hätte keinen Ukraine-Krieg gegeben, weil Donald Trump ein starker Präsident war, der für Frieden gesorgt hat und gute Wirtschaftsbeziehungen mit Russland und den man gefürchtet hat. Ja, weil er eben sagte zu Kim Jong-un, der ja sehr unfriedlich war und mit Atomkrieg gedroht hat, als Barack Obama Donald Trump seine Präsidentschaft übergab 2016, fragte Donald Trump ihm in dem Gespräch, was ein Präsident immer mit seinem Nachfolger führt, was ist die größte Gefahr, das größte Risiko und Problem in der Welt heute? Und Obama sagte Nordkorea. Nach kurzer Zeit, nur etwas über einem Jahr, hatte Donald Trump das Problem gelöst. Und er schüchterte Kim Jong-un ein, Rocketman nannte er ihn, und er drohte ihm, Kim Jong-un, den USA und der Welt, ich habe einen Atomknopf. Und Donald Trump sagte, wage es nicht, sonst bomben wir dein Land in die Steinzeit zurück. Das ist eine Sprache, die Diktatoren und totalitäre Herrscher verstehen. Und er sagt, ich habe einen größeren Atomknopf als du und meiner funktioniert. Und dann baute er freundschaftliche Beziehungen, traf ihn in Singapur, in Nordkorea, noch kein US-Präsident hat das gemacht und es gab Frieden mit Nordkorea. Ja? Jetzt ist Nord Stream gesprengt von unseren sogenannten Freunden. Viele mutmaßen die USA, CIA, das war ein militärischer Coup. Jetzt heute in der Tagesschau lief diese Ablenkung, ja ein Sporttaucher aus der Ukraine soll Nord Stream gesprengt haben. Solche dicken Leitungen unter Wasser, wie absurd. Das war natürlich eine militärische Sprengung. Ja? Und Biden sagte ja, wenn Russland die Ukraine angreift, hat er seine rote Linie gezogen. Dann ist Nord Stream Geschichte, es wird kein Nord Stream mehr geben. Und kurze Zeit nachdem Russland dann in der Ukraine einfiel, aber der Krieg ging ja schon viel länger, seit 2014, wo die CIA eine demokratische Regierung unter Janukowitsch gestürzt hat und eine Pro-USA-Regierung eingesetzt hat, da überfiel Putin die Krim und hat sie annektiert. Also dieser Krieg geht viel, viel länger. Und dann wurde Nord Stream gesprengt, genau wie Biden gesagt hatte. Joe Biden und Kamala Harris sind unglaublich schwache Leiter.
Und es wird beeinflusst, die Sicherheit in der ganzen Welt. Es wird beobachtet, wollte ich sagen, von Putin, von Xi, von Kim Jong-un, der sich jetzt mit Iran verbündet hat, von der Hamas, die jetzt Israel überfallen haben. Wenn wir schwache Leiterschaft haben, dann entstehen Kriege in der Welt. Und totalitäre Herrscher beobachten ganz genau, wo sie ihre nationalen Interessen durchsetzen können. Und das geschieht. Jetzt seit 4 Jahren haben wir 2 Kriegsherde, durch die der 3. Weltkrieg ausbrechen kann. Also die globale Sicherheit wird direkt davon beeinflusst, ob der US-Präsident stark ist, intelligent, diplomatiefähig oder nicht. Und bei Biden und Kamala Harris noch viel weniger ist es nicht der Fall. Also vor 4 Jahren, sagten sie in diesem Gespräch, war die USA noch respektiert in der ganzen Welt. Es war Frieden, überall, auch in Afghanistan. Und dann hat Joe Biden einfach die Truppen abgezogen und den terroristischen Taliban 60 bis 80 Milliarden moderner US-Waffen überlassen. Und 20 Jahre Afghanistan-Krieg waren umsonst. Alle, die dort gestorben sind, umsonst. Und jetzt ist es ein terroristischer Staat, wo Christen verfolgt werden, Frauen unterdrückt werden, ja, und wo keine Sicherheit mehr ist. China und Russland wurden zusammengezwungen durch eine schlechte Politik von Joe Biden. Und jeder weiß, dass es gefährlich ist, wenn Russland und China zusammen in eine Allianz gezwungen werden. Ja, das ist schlecht für den Westen. Aber wir können Freunde mit allen sein, sagte Donald Trump. Und richtig so. Und jetzt wurden auch Iran und Nordkorea zusammengezwungen in einer nie dagewesenen Partnerschaft. Und Iran droht jetzt, während ich dieses Interview mache, mit einem sehr harten Schlag gegen Israel, weil der Hamas-Führer dort mit einer treffsicheren Bombe getötet wurde. Also wir sind am Rande eines 3. Weltkriegs im Nahen Osten unter der Regierung von Joe Biden und am Rande eines 3. Weltkrieges mit dem Krieg zwischen NATO, Ukraine und Russland, wo jetzt sogar Russland überfallen wurde von der Ukraine, mit deutschen Panzern unter anderem. Also das sind unglaublich gefährliche Dinge. Donald Trump sagte, Joe Biden hat und hatte immer einen sehr niedrigen IQ, also Intelligenzquotienten. Er hat so dumme Drohungen gemacht, ja, dass eben hier die Ukraine NATO-Mitglied wird. Was für eine Dummheit. Das ist Benzin aufs Feuer zu gießen. Also sie haben so dumme Dinge gemacht, die ganzen 4 Jahre, und all das kann zum 3. Weltkrieg führen. Er sagte, die Gefahr eines Atomkrieges ist viel größer als die Klimakrise, dass der Meeresspiegel in den nächsten 20 Jahren um 5 cm steigt. Ja? Und in der Ukraine sind über 500.000 Soldaten, Väter, Familienväter, Ehemänner, mittlerweile gestorben. Und Hunderttausende Zivilisten. Die Schätzungen sind bei 1 Million Toten auf russischer und ukrainischer Seite. Und das muss sofort beendet werden, sagte Donald Trump wieder. Russland besiegte Deutschland 1945 mit den Amerikanern. Und es besiegte Napoleon. Es hat eine starke Kampfkraft seit Jahrhunderten. Und niemand konnte jemals Russland besiegen auf dem militärischen Feld. Und es ist einfach Dummheit zu glauben, dass man den Krieg gegen Russland gewinnen kann, wie die NATO, die EU, ein Olaf Scholz, ein Joe Biden es sagen. Auch eine Kamala Harris. Also das ist unglaublich gefährlich. Und mittlerweile, darüber haben Sie weitergeredet, gibt es 50, 60, 100% Teuerung der Lebensmittel. Inflation, wie seit den 20er Jahren nicht. Alle 100 Tage 1 Billion neue Schulden. Auf Englisch 1 Trillion. Alle 100 Tage. Das sind 1000 Milliarden neue Schulden. Unglaublich. Die Energiepreise haben in Amerika, USA, Steigerung von 100, 150, 200%. Benzinpreise mehr als verdoppelt, verdreifacht. Als Donald Trump Joe Biden die Regierung übergab, lag die Gallone Benzin bei 2,20 Dollar. Jetzt zum Teil bei 5,50 Dollar, 6 Dollar. Er gab ein Beispiel. Ja, die Air Force One wurden 2 neue Maschinen bestellt für 5,6 Milliarden Dollar. Er sagte, viel zu teuer.
Und dann hat er gefragt, wer hat diese Preise ausgehandelt? Barack Obama. Dann hat er neu verhandelt mit Boeing und die Preise auf 4,3 Billionen gedrückt. Also 1,3 Milliarden mal 2,6 Milliarden gespart. Der argentinische Präsident hat sich Donald Trump zum Vorbild genommen. Er ist sehr konservativ, hat ja die Präsidentschaftswahl gewonnen mit Mache Argentinien wieder groß. Und er ist jetzt sehr erfolgreich mit seiner Wirtschaftspolitik, mit seiner Sicherheitspolitik. Die Inflation ist am Sinken, die Wirtschaft boomt. Also sehr interessant, auch ein Freund von Donald Trump. Die Bildung in den Schulen wurde angesprochen, dass die USA in fast allen Bewertungen entweder auf Platz 30 oder sogar 40 ist. Hier sehen wir einen Chart, ja, hier also im Lesen, Reading, Top 12, da kommt die USA nicht vor. Mathematik, Top 12, kommt die USA gar nicht mehr vor. Also eine Bildungskrise in den USA. LGBTQ, ja, der ganze Gender-Wahnsinn wird dort gelehrt. Ja, so viele Irrlehren, linke Ideologien. Und die Bildung ist in einem katastrophalen Zustand. Und das will Donald Trump absolut ändern. Und hier sehen wir, Asien ist unter den Top-Nationen bildungsmäßig. Ja, Japan, China, Hongkong. Ich weiß das von meiner südkoreanischen Frau, wie hart dort gelernt wird. Und das sind aufstrebende Nationen. Und auch Deutschland geht immer weiter nach hinten. Hier sehen wir nochmal Bildungsscores, ja, USA in Wissenschaft in den Schulen auf Platz 25 von 70, im Lesen Platz 24, das war vor vielen Jahren, mehreren Jahren, drei, vier Jahren, Mathematik auf Platz 40, Singapur auf Platz 1, in allen drei Kategorien, sehr interessant, ja, und Südkorea bestimmt auch unter den Top 5. Also darüber haben sie geredet, wie sehr hier eine Bildungskrise ist, durch linke Ideologien. Das ist natürlich in manchen Bundesstaaten von den Republikanern regiert, wie Texas oder Florida, ganz anders. Dort sind bessere Bildungsbedingungen. Er sagte dort, ich brauche einen Mann wie Elon Musk, der stark, mutig und intelligent ist. Wir brauchen viele solche Unternehmer, die unser Land aufbauen. Und dafür müssen wir das nationale Bildungsniveau wieder gesunden und erhöhen. Und weg von LGBTQ-Ideologie und Schulen und Universitäten, die Gelder entziehen, wenn sie solche unnützen Ideologien pushen. Wir müssen zurück zu den Bildungswerten der 50er Jahre und die Bildung dezentralisieren auf die Bundesstaaten, weg von nationaler Bildungshierarchie und Ministerien in Washington. Er will sie schließen. Er sagt, das wird 50% der Kosten senken und dann kommt ein Wettbewerb der Bildung unter den Bundesstaaten und allein das wird eine positive Wirkung haben. Auf jeden Fall die Bildung nicht verschlechtern. Es wird einen Zwang geben, besser zu werden. Inflation zerstört so viele Individuen heute, Masseninsolvenzen, Preise müssen unbedingt runter, Regulatorien, neue Erfindungen, neue Firmen zu gründen. Neues zu wagen, diese Bürokratie muss zurückgeführt werden. Donald Trump hatte angefangen, das zu tun. Die Demokraten haben es wieder ausgebaut. Also viele haben gesagt, es war die beste Wirtschaft bis Covid. Woher kam es? Aus Wuhan, aus China, der China-Virus. Ein Angriff auf die Welt. Auch ein Teil vielleicht des globalen Krieges, in dem wir uns befinden. Und dann wurde eben auch gesagt, es sind viel zu viele Regierungsausgaben. Dieses Problem des großen Staates, der großen Bürokratie, genau dasselbe in Deutschland, muss gelöst werden. Wenn die Regierungsausgaben gesenkt werden, wird auch die Inflation gesenkt. Fand ich sehr interessant. Vor ein paar Jahren gab es 650 Milliarden Steuereinnahmen durch den Staat, Staatshaushalt. Heute sind es 900 Milliarden. Also auch in Deutschland extremes Wachstum und Aufblähen der Bürokratie und des Beamten- und Politikerapparates. Und darüber sprachen sie, das muss zurückgeführt werden. Die Energieunabhängigkeit war ein weiterer Faktor. Wir müssen wieder Öl und Gas pumpen. Dann kann die USA Öl- und Gasförderer Nummer 1 in der Welt werden. Das hatte Donald Trump gefördert und sie waren energieunabhängig.
Und Joe Biden hat das alles verboten und wieder zurückgeführt. Und jetzt sind sie wieder durch internationale Förderländer von Gas und Öl abhängig. Atomkraftwerke müssen wieder gefördert und gebaut werden. Saubere Energie, natürlich auch Sonnenenergie. Also das waren Themen. Die größte Gefahr, wurde immer wieder gesagt, ist der Dritte Weltkrieg. Ist die Gefahr, dass diese Achse, wurde oft gesagt, des Bösen, ja, ich zitiere das jetzt einfach mal, von Russland, Nordkorea, Iran, China, dass das eine Gefahr für einen Dritten Weltkrieg ist. Das sehen wir jetzt in der Ukraine, wir sehen es im Nahen Osten. Wir sehen Donald Trump auf dieser Folie im Hintergrund, der darauf wartet, einen zweiten Term als Präsident zu haben, um Frieden zu schaffen, um an den Verhandlungstisch mit Putin zu gehen, mit Iran, mit Israel, mit den Ländern im Nahen Osten. Also die Gefahr eines Dritten Weltkrieges war nie so hoch wie heute. Und wir brauchen hier Diplomatie, hier der Schrecken des Krieges, Raketenangriff auf Kiew. Ja, wir haben das in Bachmut, in der ganzen Ostukraine. Ganze Städte sind dem Erdboden gleichgemacht in den letzten 2 Jahren. Und hier sagt die Welt, Selenskyj könnte damit den Dritten Weltkrieg auslösen. Überall ist die Rede davon, wo er sagt, ja, die NATO muss Truppen schicken. Die NATO muss uns auch einen Erstschlag geben auf Russland. Den haben sie mittlerweile gemacht. Was für ein Wahnsinn, ja? Und die Welt schreibt ganz deutlich, das, was Selenskyj fordert und will, kann den Dritten Weltkrieg auslösen. Der Gazakrieg seit dem 7. Oktober, ja, wäre unter einem weisen, starken Präsidenten niemals geschehen. Ja? Das ist wirklich ein Drama, was wir heute in der Welt sehen. Wir können uns fragen, und Amerikaner werden gefragt in großen Interviews und Umfragen, geht es dir jetzt besser unter Joe Biden als unter Präsident Donald Trump? Und sie sagten deutlich, niemand geht es heute besser. Das stimmt auch für uns in Deutschland. Wenn wir mal ganz ehrlich fragen, ging es uns besser unter den 4 Jahren von Präsident Donald Trump oder jetzt unter den 3,5 Jahren von Joe Biden? Heute haben wir Kriege in der Welt, wir sind am Rande von Dritten Weltkrieg. Wir haben gigantische Inflation und Teuerung. Energiepreise sind durch die Decke gegangen. Wir haben höchste Firmeninsolvenzen seit 20 Jahren. Ja, wir haben Massenimmigration. Wir haben Gefahr der Sicherheit in Europa, in Deutschland, Massenkriminalität. Ja. Also keinem geht es besser. Ja, wir haben Plünderung, Morde, Unsicherheit. Kriminelle werden nicht mehr verfolgt in demokratischen Bundesstaaten. Und Donald Trump will das schützen, den Missbrauch des Rechtssystems. Der Schutz der Bürger muss Priorität Nummer 1 sein. Ja? Und hier sehen wir nochmal die Eskalation. Jetzt gibt es eine rote Linie weniger. Der Iran droht mit einem massiven Angriff auf Israel. Krieg. Ja? Und das ist Auge um Auge und eskaliert immer weiter nach oben, wenn hier nicht eine Verhandlung am Friedenstisch geschieht. Darüber haben sie geredet in diesem Interview. Und ich denke, das sind sehr interessante Dinge. Donald Trump lobte auch sehr Elon Musk. Er sagte, du hast einen sehr, sehr fruchtbaren, intelligenten Verstand. Du bist eine große Inspiration für die ganze Welt, für Millionen von Menschen. Du hast Raketen gebaut, die immer wieder landen, die NASA revolutioniert, Elektroautos, Tesla gebaut, ja, Solar City Energie gebaut, die Mars-Mission in Gang gesetzt, ein Satellitennetzwerk, Starlink, in den Orbit geschossen, ja, womit das G5-Netzwerk betrieben wird. Also ein unglaublich inspirierender, intelligenter Unternehmer, der sich jetzt mit Donald Trump verbündet hat. Und er sagte in diesem 2-stündigen Gespräch, I endorse you, weil ich um Amerika besorgt bin. Also ich empfehle dich als nächsten US-Präsidenten, weil du der bessere Präsident für das Wohl der Menschheit, für die USA sein wirst, sagte der ziemlich intelligente Elon Musk. Er sagte, ich war Demokrat. Ich stand immer hinter den Demokraten. Ich bin kein Langzeitrepublikaner, sondern ich war moderat links, immer.
Donald Trump sagte, ja, ich weiß, du warst eigentlich den Linken zuzurechnen. Und er sagte, eine umso größere Ehre, dass du mich jetzt bei dieser Präsidentschaftswahl unterstützt. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und Musk sagte, er sieht den Verfall des Landes, der USA, den rapiden Verfall der Moral. Und wenn ich einmal zusammenfassen darf, sagte Elon Musk, es geht uns als Bürger in der Mehrheit um saubere, sichere Städte. Amen dazu auch für Deutschland. Haben wir aber nicht mehr. Es geht um geringere Regularien und Bürokratie, damit man leichter Firmen aufbauen und zum Erfolg führen kann. Wir brauchen geschützte Grenzen, vernünftige Staatsausgaben, die müssen zurückgefahren werden. Und wir brauchen Schutz der Kinder vor Sexualisierung und einer LGBTQ-Ideologisierung. Wir brauchen keine rechten Positionen, das sind bürgerliche Mitte. Er sagte, das sind keine rechten Positionen, es sind einfach menschliche Vernunft, die dies gebietet. Stimmst du dem zu, fragte Elon Musk Donald Trump. Er sagte 100% ja. Wir treten auf für Stärkung der Polizei, dass sie auch das Recht durchsetzen kann. Keine Angst haben muss, selbst ins Gefängnis zu kommen oder in einem Prozess verklagt zu werden, weil sie einen Kriminellen zu hart angefasst haben. Also das sind Dinge, das Militär stärken, die Sicherheit stärken, die Grenzen schließen für Sicherheit des Landes. Er sagte dann auch, wenn diese Wahl 2024 unfair zugeht und verloren wird, dann treffen wir uns das nächste Mal in Venezuela. Dieser Ort wird viel sicherer sein als unser Land dann. Und dann können wir dort in Venezuela zu Abend essen, denn ihre Kriminalitätsraten gehen runter, während die der USA durch die Decke gehen. Genauso wie in Deutschland übrigens, dieselben Probleme durch die Ampelregierung. Also die Polizei darf ihren Job nicht tun, ähnlich in Deutschland. Sie haben Angst, ja, Massenplünderung von Geschäften. Es gibt Gesetze in Kalifornien, auch in anderen linken Bundesstaaten, dass du bis 1000 US-Dollar stehlen kannst, ohne ins Gefängnis zu kommen. Dann war es einfach nur ein Kavaliersdelikt, du wirst sofort wieder freigelassen. Also die Gangster denken, die Regierung ist dumm, sagte Donald Trump. Die ganze Welt denkt, Amerika ist dumm, lass uns da reingehen, wir können Geschäfte plündern, wir brauchen gar kein Geld verdienen, wir können jeden Tag für 1000 Dollar stehlen und wir werden nicht einmal bestraft. Aber Polizisten werden verfolgt wegen Gewalt oder Verhaftungen. Sie können ihren Job, ihr Haus verlieren und das passiert tatsächlich in den USA immer wieder. Sie sind nicht mehr motiviert, ihr Leben zu riskieren. Sie fangen Kriminelle und müssen sie sofort wieder freilassen, laut Gesetz. Wie demotivierend ist so ein Irrsinn? Kriminelle boxen und schlagen Polizisten und Polizisten sind jeden Tag in Lebensgefahr, übrigens auch in Deutschland und USA. Und wenn sie das in ihrem Heimatland tun würden, in Guatemala oder in Venezuela, ja, in lateinamerikanischen Ländern, würden sie sofort erschossen werden. Die Kriminellen wissen das. Wenn sie dort einen Polizisten gewalttätig behandeln und boxen, werden sie erschossen. Aber sie wissen, in Amerika können sie das ungestraft tun. Also Polizisten können misshandelt werden. MS-13-Gangs, die gefährlichsten Gangs der Welt, hat Donald Trump in seiner Präsidentschaft zu Tausenden in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Und das will er auch wieder tun. Elon Musk sagte, Empathie ist gut. Ja, auch mit Kriminellen oder Straftätern. Aber Empathie ist noch viel wichtiger, auf der tiefen Ebene mit Bürgern, mit den Opfern von Kriminalität, nicht mit Kriminellen. Wir brauchen eine tiefe Empathie mit dem Wohl der Bürger und der Gesellschaft. Was dient dem Wohl unserer Städte, unserer Kinder und der Gesellschaft in USA und Deutschland? Das fand ich eine ganz starke Aussage. Die Linken, radikalen Linken, sind sehr oberflächlich. Sie haben Empathie mit radikalen Moslems, mit Kriminellen, ja, und sie entschuldigen sie ganz schnell und sagen, ja, der ist geistesgestört, darum schuldunfähig, lasst ihn uns wieder freilassen oder nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß setzen. Massenvergewaltiger werden entschuldigt. Und das ist die falsche Empathie, sagten sie in diesem Interview.
Wir werden sie zu Millionen aus dem Land ausweisen. Die Gangs denken, wir sind dumm und verrückt. Aber wenn ich Präsident bin, sagt Donald Trump, wird sich das ändern. Es gibt Fake-Gerichtsverfahren mit korrupten Politikern und Richtern, ja, wo Straftäter sofort wieder freigesetzt werden. Aber Donald Trump wurde mit verrückten Gerichtsverfahren belegt als politischer Gegner, während wahre Kriminelle überhaupt nicht vor Gericht kommen. Und Donald Trump wurde Wochen und Monate lang ein Verfahren nach dem anderen gemacht, ja, und das nur, um seinen Wahlkampf zu stören und seinen Ruf zu schädigen. All das wird sowieso verloren werden. Viele Gerichtsverfahren wurden schon eingestellt. Aber das zeigt, dass die radikale Linke und auch Marxisten mit dem Hintergrund einer Kamala Harris vor nichts zurückschrecken. Man hört nicht mehr von dem amerikanischen Traum. Man redet mehr vom Albtraum mittlerweile. Ich glaube, da habe ich an Deutschland auch gedacht. Denke ich an Deutschland in der Nacht, gibt es den Spruch. Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ja? Also nicht mehr der amerikanische Traum. Und Donald Trump sagte, wir wollen diesen zurückgewinnen. Wir wollen Amerika wieder attraktiv machen für Familien. Die Sicherheit in den Städten im Land. Amerika wieder geachtet machen. Kriege beenden. Einen Wendepunkt bringen nach kurzer Zeit. Wir werden schnell Dinge zum Besseren verändern. Und wir werden den richtigen Weg wählen, sagten sowohl Elon Musk als auch Donald Trump. Also das waren die Hauptinhalte dieses Gesprächs. Schreibt doch eure Kommentare, wie ihr das findet. Und ich glaube, dass Donald Trump auf jeden Fall der bessere Präsident für Europa, für die Welt sein wird, weil wir brauchen dringend Frieden im Nahen Osten und in Europa. Wir brauchen geschützte Grenzen. Wir brauchen christlich-biblische Werte in den Nationen, wie das ein Viktor Orban hat, auch in den baltischen Republiken oder eben auch in Argentinien, ja, und auch in Italien. Mehr konservative Werte. Also schreibt doch eure Kommentare, lasst ein Abo für meinen YouTube-Kanal da, damit du keine künftigen Videos verpasst. Ich werde jetzt demnächst ein Video bringen über die führenden politischen Kanäle im deutschsprachigen Raum, konservative Kanäle, und das wird, denke ich, ein sehr interessanter Überblick werden. Du kannst uns doch auch durch eine Spende unterstützen. Wir machen diese ganze Medienarbeit, die ja auch viel Arbeit ist, ehrenamtlich. Ich bekomme persönlich kein Geld, aber du kannst ein neues Leben Berlin spenden. Du unterstützt unsere evangelistische Arbeit. Wir bringen das Evangelium Jesu Christi zu Tausenden von Menschen in Berlin im deutschsprachigen Raum und du unterstützt auch unsere Medienarbeit. Schreib mir gerne eine E-Mail an info@neuesleben-berlin. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ich danke dir sehr, dass du dir das Video angeschaut hast. Und ich freue mich über eure Zuschriften per E-Mail und auch jedes Kommentar. Was sagt ihr zu dem Gespräch von Elon Musk mit Donald Trump, auch zu den Punkten, die ich erwähnt habe, und auch zu dem Mut eines Elon Musk, dass er Twitter in die meinungsfreie Plattform X umgewandelt hat. Ich finde, dafür gebührt ihm Wertschätzung und Achtung. Und wir beten auch, dass er wirklich zu einem Glauben an den Schöpfergott von Himmel und Erde und an Jesus Christus durchbricht. Gottes Segen und vielen Dank für das Anschauen des Videos.